So, weiter geht es mit Dr. Persiklis, unserem besten Freund. Freundschaft erneuert und mit Matze. Hi Matze. Hallo zusammen, viele Grüße an euch. Und mit mir. Im Namen der Demokratie nimmt er unsere Freundschaft an. Er versteht sich auch mit dem Batieu erstaunlich gut und sonst kennt er noch keine Socken. Dunkles Zeitalter haben wir. Üble Geschichte. Batieu kann uns tatsächlich halbwegs gut leiden. Vielleicht sollten wir anfangen, uns mit ihr gut zu stellen. Wir kaufen 14 Gold. Nee, ich würde im Augenblick nichts abkaufen. Wir könnten ihr, sie hat keine Pferde verkaufen, die wir im Augenblick eh nicht nutzen, Matze. Ja, verkaufe ihr doch mal 10 Pferde, da kann sie auch erstmal nicht so viel mit anfangen. Und ich glaube, für 10 Pferde kann sie schon ordentlich Geld rausrücken und es sollte auch schon gelten als signifikanter Handel. Ein Pferd wird bei ihr nicht so wirklich für viel mehr Gunst sorgen oder für viel mehr Freundschaft uns gegenüber. 10 Pferde machen schon mehr her. 10 Pferdchen, 3 Gold, 30 Runden lang und einmal 8 drauf. Ja. Bis dann. Noch greift das nicht, aber ab der kommenden Runde eventuell. Weltwunder wurde gebaut, Stonehenge. Batieu hat Stonehenge gebaut und wird in Kürze eine Religion haben. Wir brauchen dringend Annehmlichkeiten. Und mehr Wohnraum in kleiner Onkel. Hier vorne fehlt auch noch ein Wohnraumpunkt. Die Frage ist, die holen wir uns unten den zweiten Bauernhof oder holen wir uns oben die Krabbenressource. Die Krabbenressource bringt eine Nahrung mehr und eine Produktion mehr. Dank unseres Pantheons. Also hätten wir gerne, ja, oben natürlich. Wir laufen einmal da oben hin. Wie hoch ist der Nahrungsüberschuss hier potenziell? Plus 5. Wenn der Malus gleich wegfällt. Ich würde die Krabben holen und dann rauf zum kleinen Onkel Matze. Ich könnte mir auch vorstellen, mit dem kleinen Onkel dann mit dem Handwerker rüberzuziehen, der in 4 Runden fertig ist und erstmal noch die zweite Weizenressource uns anzuschließen und dann, ja, vielleicht die Krabben oder dann Richtung Norden ziehen. Also, wir stehen ja gerade daneben. Achso, jetzt weiß ich, was du meinst. Alles klar, einmal hier hin und einmal machen wir das. Und eine Runde weiter. Ich schoss einen Pfeil in die Lüfte, Froh. Er fiel zur Erde, ich weiß nicht wo. Bogenschützen können wir bauen und Tempel der Artemis hat uns jemand vor der Nase weggeschnappt. Im Chat werde ich gerade gefragt, warum ich so selten mit Geheimgesellschaften unter anderem Spielmodi frage. Frage kam rein von... Ist schon wieder durchgescrollt, entschuldige. Von Kerwin. Von Kerwin. Weil Geheimgesellschaften, kann ich konkret sagen, hatten wir auch schon mal. Finde ich interessant, aber bringt so extrem große Unwägbarkeiten im Spielverlauf. Und ich finde, auf Gottheit, auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem wir spielen, ist es eigentlich auch schon ohne diese zusätzlichen Modi verdammt schwer. Und es recht mag ich es nicht, die Modi zu mischen. Also wir haben das einmal gemacht mit den geheimen Gesellschaften. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass sie nochmal spielen hier und dann eine andere geheime Gesellschaft nehmen als beim letzten Mal. Aber ich bin auch so glücklich, auch ohne diesen Modus geheimen Gesellschaften. Bogenschütze, jetzt baubar. Nächste Forschung. Hin zum Hafen oder aufdecken, wo Eisen ist. Beides macht Sinn. Wir gehen einmal in die Bewässerung rein und dann hier weiter. Jetzt geht's oben lang. Eine Runde weiter. Hier können wir jetzt mittlerweile den Produktions... Ja, genau. Jetzt gehen wir mehr in die Nahrung rein. In 3 Runden der nächste Handwerker da. Das ist egal. Das geht auch so. Eins weiter. Wir wollen bei Vietnam vielleicht noch eine Freundschaft gleich anfragen. Ging das gerade? War das schon positiv? War schon ein guter Smiley, aber der wird gleich auch noch positiv sein. Wir nehmen mal eine Delegation an von unserem guten Freund Bulmus Teddy. Oh, das sieht gut aus. Nein, das sieht gut aus. Der Stein ist schon gebaut hier. Der ist schon ausgebaut. Atze.
Ein paar Türen. Freundschaft? Ja! Wie formulieren die das denn? Ich habe euch von meiner Vergeltungsliste gestrichen. Die goldgewandete Kriegerkönigin der Schweden, die Schlechterin der Schweden, die uns schon mehrfach um die Ecke gebracht hat, streicht uns vorläufig von ihrer Vergeltungsliste. Sehr cool. Wir schauen mal, ob das auch damit zu tun hat. Unbekannte Gründe, also mit dem Handel scheint es nicht zusammen. Handel hat noch nicht gegriffen. Aus irgendwelchen unbekannten Gründen mag sie uns. Das läuft ja gut an. Dann können wir, glaube ich, die Stadtmauer ja sogar erstmal rausnehmen und stoppen, Matze. Das können wir erstmal machen. Sie wird uns jetzt die nächsten 30 Runden nicht angreifen können. Barbaren haben wir auch keine in der Nähe. Also insofern, lass uns doch, was würden wir nehmen? Monument oder Kornspeicher? Kornspeicher. Weil mit Liang können wir gleich zwei Aquazuchten bauen. Hier können wir einmal Vieh bauen. Monument würde ich gerne nachher kaufen. Mit 240, das ist mir zu wichtig. Und den Kornspeicher bauen. Oder wie rum würdest du es machen? Ich glaube, die Aquazuchten, mit denen sollten wir noch nicht planen, weil da brauchen wir noch einen Gouverneurstitel für und die werden wir wahrscheinlich erstmal in Pingala investieren, denke ich mir. Stimmt, da brauchen wir noch einen Titel, du hast völlig recht. Das hatte ich übersehen. Dann würden wir den Kornspeicher kaufen und das Monument bauen, ne? Ja, ich denke auch, wir wollen auf jeden Fall schneller den Kornspeicher haben als das Monument und das mit dem Kaufen, ja, das dauert noch ein bisschen. Mhm. So, Handwerker ist da. Eine Runde weiter. Weltwunder wurde gebaut. Etemenanki, cooles Weltwunder für Schwemmland und für Sumpfgebiete. Ich unterschätze den Wert militärischen Wissens nicht, aber wenn Männer sich bei der Kriegsführung sklavisch Regeln unterwerfen, werden sie scheitern. Das sind alles Dinge, die im Omnika eine Rolle spielen. Im Chat wird gesagt, Mensch, Wibi, kauf dir doch die Färbemittel. Die sind aber weit weg. Die holt sie sich im Augenblick noch nicht und da müssen wir viel Geld für nehmen. In Summe 65 plus da oben wahrscheinlich nochmal so 100, wären in Summe 165, wahrscheinlich 170 in Summe. Da würde ich doch lieber erstmal den Korn speichern, damit die Stadt wächst, Matze. Ist für mich jetzt auch wichtiger. Ich glaube nicht, dass wir uns das überhaupt jetzt schon leisten können, bis in den dritten Ring zu kaufen. Wir werden uns die Färbemittel holen, aber es ist noch keine akute Gefahr da. Nächste Ausrichtung nach der Militärtradition des Frühen Reich. Ein weiterer Gouverneurstitel. Hier entsteht... So, jetzt machen wir die Politikkartenwechsel, nehmen die Produktion für Handwerker raus, nehmen die Produktion in allen Städten rein und nehmen den Schiffsbau rein, weil 100% schneller für Schiffe. Denn die drei Nachbarn, die wir kennengelernt haben, mit denen verstehen wir uns gut. Wir brauchen keine Landeinheiten, um uns vor denen zu schützen. Schiffseinheiten auch nicht. Barbaren sind um die Ecke keine da. Keine, die wir sehen können. Das heißt vermutlich auf dem Land in der Nähe keine. Von der See können die eher kommen und wir wollen ja Erkundung betreiben. Und das geht am besten halt im Augenblick über den Seeweg, Küste langfahren. Natürlich können wir auch einen Speer bauen und mal endlich den Rest des Kontinents entdecken. Nur wir sind irgendwie, glaube ich, neugieriger, entweder so kleine Inseln aufzudecken vor unserer Küste, um vielleicht sogar eine Stadt zu gründen demnächst und oder die Terra-Zufallskartenskript, diesen neuen Kontinent zu entdecken. Ich würde auf die Schiffe gehen, Matze. Ja, ich auch. Und dann gleich zwei Galeeren hintereinander raushauen mit der doppelten Produktion, die wir haben. Zwei Galeeren sorgen dafür, dass wir auch das Heurika bekommen für den Schiffsbau. Wissen dann, wo der Schiffsbau liegt und den können wir dann auch schneller holen. Dann können nämlich auch Landeinheiten wie Siedler oder auch andere Militäreinheiten übers Wasser ziehen. Oh, richtig interessanter Hinweis im Chat. Danke an René hier unten, die Fischer unbedingt Modernisierung für Vulkan. Das ist ein guter Hinweis. Bringt uns
Naja, also wohnraummäßig hilft uns das gar nicht. Es bringt uns eine Nahrung, eine Produktion. Ist auf, ja, kann man machen. Also aber wird besser sein als das bewirtschaftete Dschungel, nee, was ist das? Sumpffeld im Norden, wo wir ein Schloss dran gesetzt ja haben. Also insofern wird uns das helfen. Nee, die Frage ist, das war, wir können nicht alles modernisieren. Ich mache erst, oh, ich wollte mir eigentlich hin und die und das hier holen. Gucken, ob wir nächste Runde hier drauf ziehen können. Und mit dem hier, der hatte drei Aktionen, Krabben, Fische und dann weiter gucken. Hier kommen wir schnell rein und hier rüber. Nächste Produktion. Was hatten wir gesagt? Nicht Händler, sondern Schiffe, Galeere, drei Runden. Schiffskarte ist drin, zwei Galeere hintereinander. Eine Galeere kostet ein Gold im Unterhalt, das heißt, vielleicht ändern wir danach nochmal die Militärkarten oder sparen entweder Geld oder gehen in plus 5 Kampfstärke gegen Barbaren. Letzteres wäre vermutlich klüger. Im Chat wird darüber nachgedacht, hier vorne Pingala hinzuschicken wegen minus 3. Würde ich mal abwarten. Wenn hier der vierte Bürger ist, kann sein, dass das schon wieder weggeht. Das ist, ich würde es im Augenblick noch lassen. Okay, Matze, alles so? Ja, diese minus 3, die haben wir tatsächlich, weil wir Annehmlichkeitsprobleme haben und damit unsere Bürger dort unzufrieden sind und wir einen kleinen Malus haben. Deshalb wäre es cool, wenn wir noch irgendwie anders an, ja, an Annehmlichkeiten kämen. Verkaufen kann uns keiner welche. Einzige Möglichkeit wären hier oben die Färbemittel doch anzuschließen und auf den Kauf des Kornspeichers erstmal zu verzichten. Sonst sehe ich keine Option, wie wir das derzeit machen können, Matze. Die Wale haben wir Ja, ich glaube tatsächlich, das hätte ein bisschen Priorität, weil wir werden auch zeitnah in anderen Städten dann die Abzüge haben durch die Annehmlichkeiten und alle anderen Alternativen kommen erst sehr spät und es ist ja eine Lotterie, ob wir dann von unseren Freunden was bekommen können. Mhm. Der bricht nun wieder aus. Immerhin ein Geländefeld gedüngt und kein weiterer Schaden für uns. Hier unten. Da würde ich aber keine Modernisierung draufstellen, das macht wenig Sinn. Einmal die Fischerboote. Mhm. Da wollen wir gleich hin. Wundervollendet hängende Gärten, Vulkanausbruch hier unten und eine Runde weiter, Matze. Weiter, weiter, immer weiter. Gehen wir wirklich auf die zwei Nahrung im Moment noch, ja? Alles klar. Eins weiter, die ist. Ja, wir gehen hier auf die Produktion, damit der Campus früher fertig ist. Weiter. Gunst von der KI zu kaufen, meint Hades, um danach teuer weiter zu verkaufen. Wir kaufen erstmal die Geländefelder oben. Das, wir setzen erstmal den Plan um, den wir gerade hatten. Wir können ein Geländefeld schon mal kaufen. Das nächste in der nächsten Runde. Ich überlege mal, ob wir in Vulkan eine Mine bauen sollten. Oder einen Bauernhof, damit der Wohnraum steigt. Auf dem Feld dort oben. Und mit den zwei Nahrungen könnten wir einen Bauernhof draufsetzen.
Also mir würde der Bauernhof tendenziell auf der Reisressource besser gefallen, aber 21 Runden ist sehr lange, die wir ausharren müssen. Deshalb, ja, würde ich auch sagen, nehmen wir das Zweierfeld und bauen da mal einen Bauernhof rauf. Also im Augenblick hilft hier unten der halbe Wohnraumpunkt der Stadt Bulkan gar nicht. Hier werden wir in Kürze ein Wohnraumproblem haben. Wir können auch Folgendes machen. Wir können auch die Fischressource, das Fischvorkommen, das Fischgeländefeld Elsbul zurückgeben. Dann jetzt oben die Krabben anschließen. Dann hätten wir gemeinsam hier einen Wohnraumpunkt zubekommen für Elsbul. Im Augenblick haben wir eine gerade Anzahl von wohnraumstiftenden Geländefeldern. Wird die Stadt erstmal weiter wachsen. Oder wir bauen gleich einfach relativ schnell den Kornspeicher hier. Aber dann wächst Bulkan nicht weiter. Ach, wie teuer ist das denn, das Geländefeld hier zu kaufen? 65. Wir kaufen oben das hier. Also wir können auch noch mal zwei Runden vielleicht warten, wenn wir jetzt doch noch so viele Geländefelder kaufen, haben wir mit dem frühen Reich, glaube ich, die Karte drin, die das ein bisschen günstiger macht. Vielleicht können wir dann beides kombinieren. Das können wir machen. Eine Runde weiter. Zwei Zeitalterpunkte. Der Mann, der Schneid genug hat, sich für die Bewaldung und Bewässerung eines Landes einzusetzen, verdient die gleiche Ehre wie seine Eroberer. Eine Mine auf Vulkanasche gibt Zeitalterpunkte, meint North Bowman. Das kann gut sein, aber die Welt in Kürze weg, das ist mir irgendwie zu schade. Ist mir echt zu schade. Plantagenbauer, wir haben aber keine Ressource dafür. Du meinst, das fällt hier unten? Da kommt nur erschwerend hinzu, das ist kein Hügel, da können wir auch sowieso keine Mine hinsetzen. Das geht nicht. Hafen, Matze. Ja, wir haben die Wahl zwischen Eisen aufdecken und Hafen, aber aktuell warten wir ja darauf, dass wir endlich die ganzen Häfen bauen können. Und insofern ist das der erste Weg. Wir warten nur eine Runde ab und entscheiden dann, ob wir die Politik gerade reinnehmen, durch die man Geländefelder mit kleinem Rabatt kaufen kann. Zeitalterfortschritt läuft. 8 Punkte fehlen uns noch. Mine geht immer auf Vulkanerde, meint Löksch. Stimmt, ja. Ist das so? Das ist so. Ah, okay. Ich würde es trotzdem, die haben ja einen Ausbruch nach dem anderen. Die Aktion war, wer verschenkt. Das kann man später machen, wenn man genug Handwerker hat. Aber in dem Augenblick, wo man jeden Handwerker sich aus den Rippen schneiden muss, würde ich es nicht machen wollen. Läuft uns ja auch nicht weg. Schon wieder LTS-Probleme hier oben, aber in Schneckentempo. Das ignorieren wir mal. Das erste Schiff ist damals. Ja, und die haben das Seemannsgarn entdeckt. Ich bin gespannt, was sie neben dem Seemannsgarn noch alles zu berichten haben über die große, weite Welt. Danke an Aldur. Willkommen. Danke fürs erste Abo. Herzlich willkommen bei uns. Wir fahren mal unten lang als erstes. Ein bisschen Glück. Ja, hier geht es schon Richtung Süden. Blocken das mal, entscheiden nächste Runde, ob wir hier kaufen und so weiter. Drei Zeitalterpunkte. Weil wir den ersten Campus mit einem Super Deluxe Nachbarschaftsbonus fertiggestellt haben und plus 3 ist noch eine Untertreibung. Luxus, wie zum Beispiel Klimaanlagen, ließ das Römische Reich untergehen. Durch die Klimatisierung blieben die Fenster geschlossen und so konnten sie nicht hören, wie die Barbaren sich näherten. Jetzt können wir offene Grenzen verkaufen oder verschenken. Haben neue Casus Belli. Wir bekommen 2 Loyalität dazu, wenn wir das gleich nutzen. Für alle Städte mit einer Einheit drin. Oben ist ein Krieger drin, der wird uns oben helfen. Links können wir einen bauen. Siedler wären schneller baubar, das ist uns egal. Und Geländefelder billiger kaufbar. Die nächste
Kulturelle Forschung ist natürlich die Geschichtsaufzeichnung, es geht nichts anderes. Die dauert stolze 17 Runden und wird nicht schneller gehen, weil wir den Boost für zwei Campusbezirke nicht bekommen. Dann haben wir einen weiteren Gouverneurstitel, den setzen wir jetzt ein für Pingala. Und gehen da rein in die Kultur, dann schalten wir das nächste schneller frei über Connoisseur. Und dann hätten wir diesen Gouverneurstitel ein bisschen früher. Und hier oben muss nur ein Krieger gebaut werden. Entweder vor Ort oder nicht und dann mit der Militärkarte kombiniert, würde das schnell helfen. Ein Krieger kostet stolze 11 Runden. Wir können auch einen Speer nehmen. Ist in 8 Runden fertig oder hier ein Krieger dazwischen schieben, der ist nur 3 Runden fertig. Das finde ich eigentlich am plausibelsten. Nochmal zurück hier oben. Also die Frage ist jetzt, wenn wir uns das Heureka nicht holen können mit den Campusbezirken, aber wenn wir gleich durch den zweiten Gouverneurstitel 5 weitere Kulturpunkte bekommen, das sind wir bei, dann dauert das statt 17 Runden so über den Daumen gleich, sagen wir mal 9, wahrscheinlich 10 Runden. 10 Runden, bis wir da fertig sind. Und jetzt die Frage, wollen wir 10 Runden lang die plus eine Produktion mitnehmen durch die Stadtplanung für jede unserer Städte? Die produzieren sehr wenig Produktion. Oder sagen wir, wir investieren in Geld, wollen jetzt mehrere Geländefelder billiger zukaufen und nehmen da diesen kleinen Rabatt. Ich persönlich bin für die Stadtplanung, Matze. Ich unterm Strich auch. Tatsächlich ist mir die Produktion wichtiger, die ja akut, gerade was noch so kleine Städte sind, besonders viel bringt. Später, wenn man große Städte hat, dann ist eine Produktion mehr oder weniger langweilig. Aber jetzt, ganz zu Beginn der frühen Stadtphase, finde ich das doch sehr cool. Mhm. Dann ist die Frage, welche Militärkarte nehmen wir rein? Nehmen wir wirklich jetzt schon rein, 2 Loyalität pro Runde für die nächsten 10 Runden? Oder pokern wir noch ein bisschen und sagen erstmal, dass wir... Die Schiffe kriegen wir auch so jetzt zu Ende gebaut. Das Schiff war fast fertig. Dass wir vielleicht einfach noch mehr Militäreinheiten uns holen. Oder noch mehr Schiffe. Oder beides. Oder wir sagen, also der Krieger ist schnell gebaut für die zweite Stadt. Dafür brauchen wir, glaube ich, nicht die Agoge. Wir könnten die Schiffskarte, ich würde, glaube ich, die Disziplin reinnehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Schiffe gleich auf Barbaren stoßen, sehr groß ist. Oder die Limatanei, damit das greift mit der Loyalität. Mann. Weißt du was, wir ziehen einmal mit dem Schiff hier unten und dann bekommen wir vielleicht ein Gespür dafür, wie viele Barbaren hier sind. Währenddessen halte ich mal ein kleines Plädoyer für die Limitanei, dass wir das nicht unterschätzen sollten, dass jetzt immer mehr Städte auch unzufriedener werden wegen des Mangels an Luxusressourcen. Und wenn wir erstmal weit genug im Minus sind bei der Loyalität, hier in Vulkan ist es schon der Fall, haben wir auch Abzüge. Also dann wachsen wir in der Stadt weniger, dann haben wir auch weniger Erträge aus der Stadt und es wird immer schlimmer werden, sodass es dann auch sich selbst verstärkt, dass diese Städte nicht größer werden und dann tendenziell noch mehr Loyalitätsprobleme haben. So okay, Matze? Ich würde es so machen, ja. Dann würde ich das Schiff erstmal wieder rausnehmen. Wir brauchen dringend links einen Krieger. Wir bauen es aber irgendwann noch fertig. Also wir werden uns das Heureka schon noch holen. Es ist jetzt nicht ganz so zeitkritisch, wann wir uns das holen, aber das kommt noch. Der Krieger ist einfach jetzt akut wichtiger. Ich nehme das Schiff erstmal raus. Kann sein, dass wir gleich auf Händler umsteigen oder nochmal einen Handwerker oder was auch immer. Oder Kornspeicher. Nächste Produktion hier vorne, Campus steht. Und schaut mal, wie viel mehr das uns gebracht hat an Wissenschaft. Sehr viel. Achso, wir wollten Pingala noch befördern. Den befördern wir zum Connoisseur, mal zu Manix. Und generieren 5 mehr an Kultur. Für jeden Bürger 1, ne? Ja, unbedingt. Das wird uns einen ordentlichen Boost geben, dass wir schneller hoffentlich mal auch die neuen Regierungsformen dann mal einschalten können, die ja irgendwo in der Zukunft noch liegen. Und hier vorne... Bibliothek, 23 Runden. Mann.
Was kaufen wir hier demnächst? Also, Sie hatten gesagt, wir brauchen auf jeden Fall oben die Annehmlichkeiten. Das heißt, wir kaufen oben das Geländefeld hier. Das hatten wir schon in die Richtung angekauft. Geben 105 aus. Holen uns die Annehmlichkeiten hier und die Plantagen, die wir jetzt seit kurzem erst bauen können. Und in der nächsten Runde oder nach der nächsten Aktion werden wir sehen, dass es mit den, dass es, oh jetzt schon, dass die Städte zufriedener geworden sind. Handwerker weg, der hatte nur 3 Aktionen, Feld wird bewirtschaftet. Jetzt würde ich mit dem Geld, also jetzt haben wir nur noch 12 Gold, jetzt ist die Idee, die Frage weg, was wir wo kaufen oder so. Wir müssen uns dringend überlegen, was bauen wir? Was bauen wir in Bulkan? Und was kaufen wir in Bulkan? Zur Auswahl stehen Monument, Kornspeicher und Bibliothek. Das Monument würde ich mal aussortieren. Das bringt maximal 2 Kultur. 1 bis 2 Kultur bringt es. Den Wohnraum brauchen wir allerdings sehr dringend. Den wird der Kornspeicher bringen. Und die +2 Wissenschaft sind cool. Das wären 20% mehr Wissenschaft. Aber der Kornspeicher hilft uns zu wachsen und die Geländefelder sind zwar nicht sensationell hier, aber da kann man mitarbeiten. Also ich finde den Kornspeicher am wichtigsten. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Kornspeicher? Och, stimmt gar nicht. Wir können ja unten jetzt den Bauernhof hier bauen und dann sind die Probleme ja weg. Oder oben den Steinbruch. Ich würde den Bauernhof hier unten bauen. Die sind nicht ganz weg. Also wir haben dann zwar einen Wohnraumpunkt mehr, aber wir haben immer noch Abzüge dabei, weil wir schon davor sind. Deshalb finde ich immer noch den Kornspeicher am wichtigsten hier vor Ort. Wir haben tendenziell ein +4 an Nahrungsüberschuss. Wenn wir hier vorne das dazu holen und das entsprechend umplatzieren, kann das auch +5 dann sein, halbiert, weil wir dann noch einen halben Wohnraum-Malus haben auf +2,5. Anfangs braucht man relativ wenig an neuer Nahrung, damit der nächste Bürger entsteht. Also es kann klappen. Also den Kornspeicher brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir den kaufen würden, dauert das 260 Gold, 10, 26, 25 Runden. Es sei denn, wir machen gleich noch ein Geschäft. Aber das sehe ich im Augenblick nicht. Die Farbemittel sind schon angeschlossen, Herr Rina. 25 Runden für den Kornspeicher. Durch Kaufen und durch Bauen 15. Wir bauen den Kornspeicher jetzt, Matze. Ja, einverstanden. Und dann gucken wir weiter. Und dann würde ich oben... Ja, Bauernhof oder Steinbruch. Hier haben wir eine Produktion von +4. Es entsteht ein Monument. Wir wollten den Kornspeicher kaufen. Ich würde umstellen bei der Produktion auf Kornspeicher, auch hier. Weil wir können uns erstmal gar nichts leisten. Wir können uns den Kornspeicher vielleicht nachher kaufen, aber wir wissen es nicht. Wir wollen so viele Dinge kaufen. Ich würde hier auf Kornspeicher in Kleiner Onkel gehen. Und um das ein bisschen zu boosten, hier raufziehen. Oh Gott, was machen wir denn? Raufziehen und den Steinbruch bauen, Matze. Ja, können wir machen. Eins weiter. Eine Runde weiter. So viel Denken. Mängelverwaltung auf Gottheit. Wie immer eine große Freude und eine ebenso große Qual.